Herzlich willkommen auf dem Stand der Vetas Wärmetauscher Sachsen GmbH und ihrer Tochter der Fusel Saxony GmbH auf der Hannover Messe 2022. Erstmalig stellen wir gemeinsam unsere Produkte vor. Die Vetas hat verschiedene Wärmetauscher auf die Messe mitgebracht. Die Wärmetauscher haben an Bedeutung gewonnen, weil es jetzt darum geht, Energie zurückzugewinnen aus den Prozessen. Und ein typisches Beispiel dafür ist unser Abgas-Wärmetauscher aus Edelstahl, komplett geschweißt. Er ist für höhere Temperaturen geeignet. Wir können damit Thermoöl oder heißes Wasser produzieren und das wieder dem Prozess zur Verfügung stellen, wo dann eben die Wärme weiterverwendet werden kann, beziehungsweise dann auch zur Stromproduktion. Eine logische Konsequenz auf die gestiegenen Öl- und Gaspreise ist unser neuestes Produkt, unser Niedertemperatur-Heizkörper. Wir haben davon verschiedene Maße, einmal als Heizleiste oder eben als kompakten Heizkörper. Diese Heizkörper haben die Möglichkeit, eben mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen zu arbeiten. Wir können hier also mit 38 gradigem Wasser heizen und bringen recht hohe Leistungen in den Raum rein. Da drin ist ein Wärmetauscher und ein Ventilator, der es eben auch ermöglicht, bei niedrigen Temperaturen Energie einzubringen. Dieses Gerät ist auch zur Kühlung geeignet. Wir könnten also auch im Sommer, wenn ich eine Wärmepumpe habe, beispielsweise aktiv den Raum kühlen oder eben im Umluftbetrieb als Lüftungsgerät verwenden. Die Fusel Saxony GmbH ist ein Unternehmen, was Brennstoffzellen-Stacks produziert, 7-Layer-MERS produziert und bipolare Platten produziert. Diese finden Anwendung im Brennstoffzellensystem, die später zum Beispiel in Flurförderfahrzeugen oder Zügen zu Einsatz kommen. Wir produzieren Brennstoffzellen-Stacks von einer Größe von 1 kW bis 130 kW und legen unseren Hauptaugenmerk vor allem auf extrem lange Haltbarkeiten. Das bedeutet bis zu 30.000 Stunden. Dafür verarbeiten wir Titan- und Edelstahl-Bipolarplatten und stellen auch die Membran ab Grundmaterial bei uns her. Aktuell bauen wir eine Brennstoffzellenproduktion von bis zu 10.000 Stacks in unserem Werk in Leipzig auf. Dafür suchen wir aktuell noch Investoren, die sich an der Unternehmung beteiligen, um gemeinsam den Traum wahr werden zu lassen, einer der größten Stack-Hersteller der Welt zu werden. Wir bieten den Brennstoffzellen-Stack in zwei verschiedenen Geometrien an. Eine davon sehen Sie hier. Diese hat eine Aktivfläche von 100 Quadratzentimetern und eine Außendimension von 280 x 100 mm. Die zweite Geometrie hat eine Aktivfläche von 400 Quadratzentimetern und eine Größe von 250 x 500 mm. Mit dieser großen Geometrie können wir eine Leistung bis zu 130 kW erreichen und finden zum Beispiel Anwendung in Zügen oder LKWs oder leichten Nutzkraftfahrzeugen. Wir fertigen Bipolarplatten ab Grundmaterial in unserem Werk in Leipzig. Diese bestehen aus 0,1 mm dicken Metallfolien, die miteinander laserverschweißt werden und Helium-Leck-Test geprüft werden. Anschließend werden diese Bipolarplatten mit einer Kunststoffbeschichtung versehen und eine Dichtung wird aufgebracht. Dies ist eine 7-Layer-MERS. Diese ist das Herz der Brennstoffzelle. Hier findet die elektrische Reaktion des Wasserstoffs und des Sauerstoffs statt. Wir fertigen diese ebenfalls ab Grundmaterialien und beschichten und assemblieren die Anlage in einer Halle im Rheinraum bei uns im Werk. Herzlichen Dank für Ihren Besuch auf der Hannover Messe 2022 auf dem Stand der Vetas. Für weitere Informationen erreichen Sie uns im Internet unter vetas.de.